Egal zu welcher Uhrzeit ich mich einlogge, es sind immer entweder Kiro oder Itachi Online, Leute. Und das Ding ist, viele von euch haben das wahrscheinlich im Stream verpasst, aber ich werde mal ganz kurz zusammenfassen, was überhaupt letztes Mal passiert ist, Leute. Und zwar, wir haben dieses Bett abbauen können, trotz Abbaulähmung. Ich zeige euch das mal hier ganz kurz, 2 Minuten 5 Sekunden. Durch diese Abbaulähmung können wir alles viel, viel langsamer abbauen, Leute. Aber das Bett, das kann man irgendwie viel, viel schneller abbauen. Und das Bett war hier platziert und genau hier war ja immer diese Lücke. Das heißt, ich habe dann dieses Bett platziert, habe hier dann hier Crawl gemacht, Freunde, konnte dann quasi diesen Move machen und dadurch bin ich dann rausgekommen und habe einfach diese Gerüste aufsammeln können. Plus, ich habe sogar geschafft, 5 Holz abzubauen, Leute. Das heißt, damit können wir in der Lage sein, entweder eine Crafting-Bank zu bauen oder halt hier Holzstöcke. Das heißt, ich habe schon unter anderem jetzt eine Idee, wie wir ja eventuell abbauen können, wenn wir hier erstmal rausgelassen werden. Also eigentlich muss nur noch das hier aufgemacht werden und ich hoffe, dass irgendwie ich Itachi oder Kiro überreden kann, wenigstens, dass das aufgemacht werden kann. Freunde, lasst einen saftigen Like da, aktiviert die Glocke und ganz wichtig, Freunde, schon über die Hälfte von der YouTuber-Inselbox ist unter anderem schon weg. Das heißt, nur noch die Hälfte ist am Start und ich sage euch, nach Weihnachten wird es wahrscheinlich gar keine mehr geben. Also, wenn du noch ein geiles Weihnachtsgeschenk haben möchtest oder wenn du sagst, ey, Mama, Papa, ich möchte auf jeden Fall diese YouTuber-Inselbox haben, dann frag doch gerne deine Eltern und ich drücke dir sogar die Daumen, dass du dann das goldene Ticket bekommst aus dieser Box. Aber ja, ich schreibe jetzt Itachi mal an. Ich schreibe ihm mal ganz nett, so traurig, kannst du mal zu mir kommen? Das Ding ist, wenigstens habe ich hier nochmal das hier, Leute, und kann hier ein bisschen Musik abspielen. Aber guckt euch das mal an, wie gruselig sich das anhört. There's you, there is allein. Keiner will ihm helfen. Ganz einsam und allein. Aber plötzlich kamen andere zu mir und wollten mir helfen, aber es war niemand da, außer Itachi, denn er ist kein Star. Ja. Hey, was geht zu? Ich höre ein bisschen Musik und versuche hier rauszukommen. Guck mal, Itachi, ja, ich muss mal mit dir über bestimmte Sachen reden, ja? Ja, Bro. Ich weiß, im Stream habe ich dich vielleicht ein bisschen geärgert, im Sinne von, dass ich versucht habe auszubrechen. Aber es wäre cool, wenn du mir wenigstens diese Sicht nehmen würdest. So, ich kann doch eh nicht ausbrechen. So, ich kann doch eh nichts machen. Das habe ich zwar vor, aber ich habe wieder Abbaulähmung, Bro. Ja, hol mal Milch oder so. Hol Milch. Ja, da, ich war gerade unterwegs, Bro, und dann hast du mir geschrieben, dann wollte ich dich nicht allein lassen. So, ja, weil du hast den traurigen Smiley geschrieben. Brauchst du irgendwas gerade? Dann hol ich kurz Milch. Guck mich mal an. Ich habe gar nichts. Jeder einzelne von euch rennt mit Netherite rum. Und dich, was hab ich? Ja. Gar nichts. Bro, Netherite, das ist nicht so schwer zu bekommen. Also, mach dir keinen Kopf darüber. Das kriegst du schon sehr bald bestimmt hin. Ja, sehr, du musst sehr nur bald. Ein bisschen, ist klar. Du musst nur ein bisschen Geduld haben, Bro. Geduld. Ich habe schon 2 Wochen Geduld und ich werde nicht aufgeben. Ja, aber aufgeben. Mit denen habe ich nichts zu tun, Bro. Ich will den auch beibringen, dass man niemals aufgeben muss. Richtig, das ist doch gut, Zio. Noch eine Frage hätte ich an dich. Und zwar, wer hatte dich am Anfang eingesperrt? iCrimex und Denergy eigentlich, oder? Das kann doch egal sein, wer mich eingesperrt hat. Nee, ich will es nur wissen. Bro, du hast mich doch jetzt eingesperrt. Was? Richtig, aber bei... Egal, du wirst schon sehen, warum. Hol jetzt erstmal die Milch. Du, egal. Ja, ich hol die Milch. Wir sehen uns. Okay, warum hat er da eine Enderperle benutzt? Das Ding ist, er weiß wahrscheinlich gar nicht, dass ich diese Items habe. Vielleicht schaffen wir es auszubrechen, Leute. Ich werde trotzdem, ich habe gerade so ein bisschen versucht, so nett, aber auch gleichzeitig so sauer zu sein, damit er nicht irgendwie auf falsche Gedanken kommt und weiß, dass ich irgendwie ausbrechen will. Aber Freunde, vielleicht schaffen wir es heute endlich raus, Mann. Let's go, und dann kann ich endlich Netherite farmen gehen. Und da bin ich auch schon wieder, Sue. Ja, hat ein bisschen gedauert, nicht? An der Stelle. Ja, sorry, Bro, du weißt selber, wie weit entfernt das hier ist. Nee, aber wäre echt cool, wenn ich dann wenigstens ein bisschen was sehen könnte. Weißt du, ich kann doch eh nichts machen. Jo, kein Ding, Bro. Ich habe euch gesagt. Ey, wer schneidet jetzt Zwiebeln? Du brauchst nicht weinen, Bro. Alles gut. Sio, ich brauch das Item, was du bekommen hast. Welches Item denn? Bro, das Crying Ops. Ich brauch das aber wirklich. Ich muss mir das geben. Hier, nimm. Erstmal darfst du das nicht haben. Durchdroppen wäre gut. Erstmal darfst du es nicht haben. Und zweitens, ich brauch's wirklich. Danke dir. Aber brauchst du sonst irgendwas zu essen? Nee, ich werde wahrscheinlich eh gleich aufgehen, weil ich eh nichts machen kann. Wenn, keine Ahnung, wenn Kiro gleich kommt, würde ich nochmal versuchen, mit ihm zu reden. Ansonsten gehe ich auf. Und dann habt ihr wenn eure... Du willst, wenn du willst, kann ich ihn rüberschicken. Bro, du denkst auch, dass unsere Hauptmission, dich hier einfach drin zu halten, denkst du das wirklich? Weiß ich doch nicht, was die komischen Leute hier wieder vorhabt. Ich check das eh nicht. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt was essen
Und du kannst gerne sagen, dass du so in 20 Minuten kommen soll. 20 Minuten? Ja. Oder 30. Okay, ja, okay, dann sage ich ihm, dass er gleich kommen kann. Okay. Ciao. Oh, ich hab die Abbaulähmung. Noch eine Milch. Also, ich muss diese Chance jetzt nutzen. Ciao, Sue, wir sehen uns. Die Frage ist, was kann ich machen? Er ist ja nicht blöd, er weiß, dass ich hier rauskommen kann, aber er geht nicht davon aus, dass ich... Oh mein Gott, das war knapp. Was ist los? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Warum flüstere ich? Man hört mich doch eh nicht. Okay, ich riskiere das jetzt, Leute. Okay, wir gehen hier erstmal raus. Checken erstmal die Lage ab. Okay. Wir müssen nur bis nach oben, Leute. Und wir haben die Gerüste. Plus, wir haben einen Bonusblock. Und durch die Werkbank bin ich jetzt in der Lage, Sachen zu bauen. Okay, Freunde. Ich muss mal kurz überlegen. Wir machen das wahrscheinlich so. Lass mich kurz gucken. Wir müssen uns jetzt beeilen. Vielleicht haben wir wirklich nur diese 20 Minuten, weil er davon ausgeht, dass ich jetzt essen gehe. Und das ist keine Ahnung was. Wir müssen uns beeilen, Leute. Vielleicht wird diese Aktion funktionieren. Okay, wie kommen wir jetzt nach da oben? Ich habe hier 5 Blöcke, Leute. Ich habe 5 Blöcke. Ich kann leider... Lass mich nachdenken. Ich kann, glaube ich, aber nicht so schräg bauen, oder? Nee, ich muss es aufeinander stapeln. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Lass mich nachdenken. Ich muss mir höchstwahrscheinlich eine Spitzhacke machen, weil dann kann ich hier diese Steine abbauen und dann kann ich mich nach oben bauen. Das ist der Plan. Es könnte klappen, Leute. Zack, ich muss genau nachdenken, wie ich das mache. Ich baue mir erstmal eine Spitzhacke für alle Fälle. Ja, oh mein Gott, ich kann mir perfekt eine Spitzhacke bauen. Das ist so gut. So, weil mit der Hand, Leute, dürft ihr nicht vergessen, trotz der Abbaulähmung, erstens, es dauert viel zu lang und zweitens, wenn ich das mit der Hand schaffe, dann kriege ich keinen Stein draus, weil mit der Hand, wenn du Stein abbaust, bringt das nichts. Deshalb, Leute, ich baue das jetzt damit ab. Es wird ein bisschen dauern, ich mache mal kurz Zeitraffer. Oh mein Gott, Leute, endlich. Okay, ich mache jetzt weiter. Let's go. Leute, der ist auch fast gleich kaputt. Komm, schnell, beeil dich! Sue, Mann, Kiro könnte jederzeit gleich kommen. Okay, Freunde, ich muss mich beeilen. Kiro könnte jederzeit kommen. So, wie mache ich das am besten? Denk nach. Hier könnten wir uns vielleicht sogar noch einen sparen, Leute. Ja, ich habe eine Idee. So, denkt nach, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen erstmal hier platzieren. Wenn ich den da drüber platziere, kann ich nicht draufjumpen. Das heißt, ich muss den hier platzieren. Zack. Okay. Denkt nach. Okay, ich habe eine richtig gute Idee, Leute. Und zwar, das Wasser wird mir jetzt helfen. Das Wasser ist ja hier und weiter höher komme ich nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das Wasser bis nach unten bringen. Und das wird jetzt auch ein bisschen dauern, aber ich mache das. Endlich, Leute. Und das Gute ist, das Wasser wird jetzt runterfließen. Und in der Zeit kann ich das schon mal nehmen, Leute. Baue mich gleich hier hoch. Platziere jetzt einen einzigen Block dorthin. Und dann kann ich mich eventuell mit den restlichen Blöcken nach oben bauen. Und weil ich hier noch einen verzauberten Goldapfel habe, kann ich durch Lava einfach durchschwimmen. Na gut. Okay, das muss ich auch noch abbauen, Leute. Endlich! So, Leute. Bam. Schnell. Es klappt, Leute! Bro! Sue, was wird das denn? Warum kommst du? Warum kommst du zu so einer Situation? Mit Essen? Okay, nicht töten. Ich will aber auch nicht mit dir kuscheln. Ja, wir gehen auch hier runter jetzt. Das ist nicht dein Ernst, dass du hier alles... Was hast du hier gemacht? Warum hast du überhaupt eine Spitzhacke? Warum ich eine Spitzhacke hab? Hab ich doch gar nicht. Doch, hab ich. Ja, hast du nicht, alles klar. Warte mal. Aber nicht töten, bitte. Itachi hat mir diese Möglichkeit gegeben. Ach so, er hat das freiwillig gemacht. Er war dafür verantwortlich, alles klar. Ich will nicht mit dir kuscheln. Oder was? So. Du kuschelst da drin wieder. Ja, ich gehe ja schon, ey. Ich hab Itachi jetzt auch gerade einmal kurz Bescheid gesagt. Der wird gleich mal kommen. Das wird dir nämlich nicht... Ach so, macht man das hier? Ich glaub's ja nicht. Was fällt dir eigentlich ein? Nein, Mann, wieso kommst du genau in der Situation? Könntest du nicht 5 Minuten später kommen, oder was?
Bro, wenn du dir was Besseres einfallen lassen hättest, Itachi zu sagen, dass er gehen soll, dann hätte ich ja auch nichts dagegen gehabt. Aber ihm zu sagen, ey, ich gehe jetzt essen, du kannst gehen, ich gehe AFK. Checkst du überhaupt, was ich hier gemacht habe? Ich habe wirklich mit dem Kleinsten, ich habe mit den einfachsten Sachen habe ich mir meinen Weg hier raus erarbeitet. Ich musste so übertrieben nachdenken, wie ich genau alles abbaue und dadurch habe ich das geschafft. Du weißt nicht, wie krass das überhaupt war, diese Umsetzung. Und du hast mir alles kaputt gemacht. Ja, das hast du wirklich toll gemacht. Aber weißt du, was du mir auch damit gezeigt hast? Dass du es nicht mal wert bist, ein Bett hier drin zu haben, weil du das einfach schamlos ausnutzt. Nein, nimm bitte nicht das Bett hier raus. Ich kann doch eh nichts machen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich werde bestimmt jetzt erstmal, bis Itachi auf jeden Fall kommt. Denn ich habe schon mal so eine kleine Idee. Du siehst ja, wir sind Full Netherite. Ja, jeder ist auf dem Server Full Netherite. Jeder von euch hat keine Ahnung, wie viel Stacks Diamanten. Ich bin der Einzige, der nichts machen kann. Richtig. Du wirst auch der Letzte wahrscheinlich sein, der Netherite bekommt, weil du dann noch mit Diamanten rumspringst. Selbst Eiterbeule kann dich dann am Ende einfach klatschen. Checkst du das? Alter Beule, ich sag dir, sobald ich einmal sterben sollte, habe ich eh keinen Bock mehr. Dann werde ich eh das machen, worauf ich Bock habe und dann riskiere ich auch einen Bann zu bekommen. Juckt mich alles nicht. Du kannst wirklich von Glück reden, dass da die 1 bei mir steht. Na, ja, das will ich sehen, ob du dafür wirklich das nötige Zeug dafür hast. Aber ich bin gespannt, wenn jetzt die Tasche gleich vorbeikommt. Oh, du hast hier wirklich alles kaputt gemacht. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Gib mir die Gerüste. Weißt du, wie lange das gedauert hat mit dieser Abbaulähmung? Das ist mir so egal, wie viel du... Was machst du da? Du hast also hier den ganzen Stein her. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Was macht er da? Leute, Bro, der hat alles kaputt gemacht. Man braucht ca. 5 Minuten pro Stein. Du hast nicht allen Ernstes fast eine ganze Stunde damit verbracht. Wie lange planst du das schon? Ich habe mich echt schon gewundert, warum du nicht viel früher gekommen bist. Aber wärst du einfach eine Minute später gekommen? Ich habe mich teilweise manchmal sogar ausgelockt gehabt. Weißt du, was der mir erzählt? Er sagt mir, du hast ihm eine Spitzhacke gegeben. Ich habe dir eine Spitzhacke gegeben, Sir. Nicht direkt, aber dank dir habe ich diese Spitzhacke bekommen. Erinnerst du dich noch, als du diese Holzdinger platziert hattest? Er wollte dann gerade abhauen und auf frischer Tat, als er sich gerade hochbauen wollte, Bro, habe ich ihn entdeckt. Also dafür bekommt er eine Belohnung, Bro. Hier ein Goldapfel, Sir. Hast du gut gemacht. Auf Ernst, hast du. Ich hab ihm ehrlich erlaubt, wenn er es hinbekommt, abzauen, dann Respekt, soll er es machen. Also ich finde das cool. Itachi, checkst du überhaupt, wie viele Minuten und Stunden ich hier reingesteckt habe, um diesen Plan zu entwickeln? Ich habe mich gefühlt wie bei Prison Break. Jede einzelne Ressource habe ich perfekt ausgenutzt. Wirklich? Du meinst Schofield gewonnen, oha. Und dann kommt Kiro wirklich in der letzten Sekunde. Hast du echt cool gemacht. Itachi, das Ding ist. Also, ich mag das, dass er so viel Zeit und Ambition dafür hat, so viel rumzubuddeln. Yeah. Und wenn ihm das Rumgebuddel so sehr gefällt, dann würden wir ihn doch eigentlich auch entlohnen, nicht wahr? Eigentlich schon, ja. Und ich sag, eigentlich verdient er auch ein bisschen, Bro. Ich sag, er hat schon so lange hier drin. Bisschen Freizeit, halt, bisschen draußen auf jeden Fall. Ja, bisschen Freizeit, Bro, bisschen frische Luft. Wir sind keine Monster, so. Nein. Muss ich dir vorstellen. Nein, seid ihr nicht. Ich habe keine Ahnung, was ihr für komische Pläne habt, aber ich erkenne euch beide gar nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, was da plötzlich passiert ist, aber irgendwie seid ihr so seltsam drauf, Alter! Bro, ich will nicht böse werden. Sagt er und macht so etwas an. Guck mal, diese Musik spiegelt doch einfach diese Finsternis in euren Köpfen. Finsternis? Die Traurigkeit im Herzen spiegelt das wieder, Sir. Ja. Weißt du, was sie mit unserer Base vorhaben? Weißt du, was sie mit unserer Base alle vorhaben? Sie wollen unsere Base komplett zerstören. Alles. Raiden, alles. Richtig. Einfach so, gegen 2 Leute, 8 gegen 2. Aus Leute welchem gegen Grund? 2, findest du das fair? Aus welchem Grund? Weil aber Jungs, typ was denkt, kann ich denn dafür? Was kann ich denn dafür, dass sie dann plötzlich ihre komischen Gesetze haben? Junge, mach das mal kurz aus, obwohl ich mach's einfach mal leiser in Minecraft. Das ist zu laut bei mir. So, du musst dir vorstellen, Sio, genau das ist das Problem. Du weißt selber, dass es das Problem ist, stimmt? Du weißt es selber, dass hier das Problem ist, diese Leute, die denken, die wären krass oder so. Bro,
Wir werden, du bist die Schlüsselfigur dazu, dass die Leute aufhören, sich so krass zu fühlen. Das haben wir doch schon gesagt. Aber denkst du, den juckt das überhaupt, dass ich hier drinnen bin? Seit zwei Wochen kümmert sich niemand um mich. Niemand. Niemand. Es fragt ja nicht mal. Ich habe euch gesagt, ich habe euch wirklich gesagt, ich werde niemanden die Koordinaten geben, weil es quasi auch bei euch alles kaputt machen würde. Und ich habe gesagt, ich werde mich wirklich dran halten, okay? Ich habe auch keinen Bock auf einen Bann oder sonstiges. Aber nicht einer hat nach den Koordinaten gefragt. Checkst du das? Denen ist das doch egal, ob ich hier drinnen bin. Okay. Aber eine Sache, sagen wir mal, es stellt sich wirklich heraus, dass die, also dass du den Leuten egal bist. Was dann? Weiß ich nicht. Bro, dann hast du erfahren, was für ekelhafte Leute hier sind, Bro. Was für Loser hier sind, die dich gar nicht mögen. Und dann verspreche ich dir, wenn das passieren sollte, ich werde dir deinen Rücken stärken. Ey, ich kann dir das versprechen. Ganz kurz, hat Kian nicht komplett Theater gemacht und er sagt gerade, niemand hat nach Koordinaten gefragt. Das stimmt gefragt. Auch. Zum Beispiel, Bro, allein Kian, dein Bruder hat wirklich was versucht. Zum Beispiel, ich sag dir ehrlich, er ist gefühlt der Einzige, der bis jetzt was versucht. Ja, ich entschuldige mich auch bei denen, die wirklich was versucht haben, aber du weißt, wie ich das meine. Kian ist der Einzige. Es fühlt sich so an, als ob ich wirklich einsam und allein gelassen wurde und niemand sich um mich kümmert. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich vollkommen. Und ich verspreche dir, wenn es am Ende wirklich sich herausstellen sollte, dass es keinen von denen juckt, Bro, ich habe mein Schwert. Ich werde gegen alle von denen kämpfen. Weil wie ekelhaft manche Menschen dann sind. Ihr habt irgendwas anderes vor. Ihr habt irgendwas anderes vor. Es hat was mit diesem Nemesis zu tun. Und jetzt lass mich hier endlich raus! Du wirst sehen, was wir rauslassen? Haben. Ja, können wir machen. Ich habe keine Milch. Ich muss noch machen. Ich muss Milch holen. Wie, ich komme endlich raus? Unterhalte ich noch mal kurz. Du kommst jetzt erstmal ein bisschen raus. Bro, du musst aber später wieder rein, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber du bekommst ein bisschen Freizeit natürlich und kannst ein bisschen chillen. Ich weiß nicht mal, was ihr mit mir vorhabt, aber ihr habt bestimmt irgendwas Krasses vor. Guck mal, du willst doch so gerne Netherite farmen, habe ich mir gerade überlegt. Ja. Willst du Netherite farmen gehen? Was bringt mir das? Ich weiß nicht mal, wer meine Items hat. Wer hat denn überhaupt meine Items? Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich brauche, wenn ich Netherite habe, muss ich die doch auf meine alten Diamantsachen raufmachen. Ja, das check ich nochmal ab, ne? So. Also, ja. Du kannst ja uns helfen, ein bisschen Netherite zu farmen, Stu. Ich hab wirklich Platzangst, ne? Ihr könnt von Glück reden, dass das hier trotzdem für mich so groß aufgebaut worden ist. Ja, deswegen, du kommst jetzt frei. Du bist ja ein ganz toller Butler, deswegen Netherite für uns farmen. Hört sich das gut an? Das ist auch cool, Stu. Würdest du das machen gerne? Ja, hey, ich meine, du hast ja schon so viel Zeit hierfür geopfert. Ihr prankt mich doch gerade. Ja, dann lass mich doch endlich raus! Das ist ein offizieller Auftrag. Du holst Netherite. Für uns. Ich kann doch nichts machen. Ich habe doch keine Items, um irgendwas zu machen. Wir geben die Items. Das ist ganz easy. Ja, dann kann ich mich doch auch endlich rauslassen. So ein bisschen Ersatz-Items. Hier, guck. Alter, so, alles gut. Dann lass ich weiß gar nicht, was das ganze Drama hier soll. Das Problem ist, ich kann... denkst du eine Dia-Rüstung? Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal hier aus diesem komischen Raum gestoßen war. Wir können die ausstatten mit einer Dia-Rüstung, Dia-Ausrüstung, blablabla. Soll ich ihm meine Zweitrüstung geben? Rein theoretisch, wenn er abhauen möchte. Ich meine, die hast du schon mühsam verzaubert wieder und so. Ja, das stimmt, aber ich vertraue Sue. Sue, versprichst du mir, dass du mir meine Rüstung wieder zurückgeben wirst? Deine ganze Rüstung, also ich sag, Dia ist ja eigentlich so stark wie Netherite sogar. Wenn man so sieht. Halt nur. Weißt du was? Egal was ich sage, es ist doch egal. Letztendlich entscheidet ihr doch so oder so. Wenn ich sage, ich gebe dir die Diamantensachen wieder. Du musst dich dran halten, sonst gibt's einen Bann. Verstehst du das? Das stimmt auch, Sue. So, warte, ich mach so. Ich hab schon mal einen versteckt. Okay, Sue, aber eine Sache habe ich mir gedacht, weil ich sag ehrlich, im Nether kann er wirklich schnell sterben. Deswegen, Sue, komm an voll damit. Ich geb dir diese Dia-Schuhe. Ich vertraue dir da mal, dass du sie mir zurückgibst. Aber Bro, im Nether ist es so gefährlich ohne Schutzwirr. Wenn ich wirklich, guck mal, ich hab doch schon... Guck mal, ja, es ist gefährlich, aber wenn du um dich herum hast. Guck mal, wenn du um dich herum hast. Denkst du, dir wird irgendwas passieren? Ey, du siehst so aus, als wärst du gerade aus der Eiszeit. Ja, mach dich drüber lustig, Alter. Ich bin der Einzige auf dem ganzen Server, der nicht mit Schutz 4 Items rumrennt. Ich weiß nicht mal, wo meine Main-Items sind, Alter. Ja, du sollst es echt vorsichtig sein, dass du nicht geklatscht wirst. Ja, das klingt... Ich passe schon auf dich auch, weil wir passen schon auf. Ja, und jetzt können wir raus. Ja, lass raus, aber jetzt müssen wir einen Cut
Cut setzen. Wollte ich gerade sagen, ich muss wahrscheinlich wieder Aufnahme stoppen, ne? Yes, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Lächerlich. Bis gleich. Ich hoffe, irgendjemand findet heraus, wo ich bin, ey. Jo, so, und was sagst du dazu? Willkommen zurück. Was ich dazu sage? Jetzt hast du ein bisschen Freizeit, wir mussten ein bisschen länger hierher kommen. Alles hat sich hier verändert und ich sag dir ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Tageslicht hier in Minecraft aussieht, so lange war ich in der Dunkelheit. Das ist doch cool, schön, oder? Dass du dich raus hast. Auf jeden Fall. Ob das cool ist, willst du mich verarschen oder was? Ja, Bro, jetzt hör auf ganz, damit. Ganz kurz, wir gehen da jetzt gleich rein, ne? Und mach keinen Scheiß, ne? Ich will dich nicht. Ich hab dich schon gesagt, ich will dich nicht töten, aber wenn es sein muss, töte ich dich und die anderen Leute dann auch. Jungs, wenn die helfen der wollen. Einzige, der hier wirklich was ausrichten kann gegen euch beide, ist vielleicht Tridan. Das war's aber auch schon. Ja, und gegen Tridan kann ich auch gewinnen. Aber das eins weißt du gegen ganz zwei genau. Kann er leider halt nicht machen, weil Itachi hält mit ihm gut mit und ich kann auch gut böllern. Jungs, anstatt dass ihr eure Kräfte und eure Stärke für was anderes einsetzt, ihr seid vielleicht die Stärksten hier, was PvP angeht. Aber was macht ihr, wenn dann plötzlich alle gegen euch sind? Hä, dann könnt ihr auch nichts machen. Ich versteh's gar nicht. Wir sind sowieso schon gegen alle. Es und die Sache genau ist die, mal, wie dreckig die hier in der Stadt mit alle umgehen und alles drum dran. Wir sind sowieso die Gerechtigkeit. Nemesis! Gerechtigkeit. Das sagt der Name alleine schon. Alle anderen. Ja, ihr seid alle, ihr seid der gleiche Haufen, jeder einzelne von euch. Du kannst mir den Tellerrand noch nicht blicken, Mann, und jetzt red nicht so viel. Ja, okay, alles gut. Also, Bro, das wirklich so, was sagst du? Ich geb dir sogar noch diese Schuhe und du willst mir etwas sagen, ja. Ja, echt schade, Mann. Also, wirklich. So, du bleibst auch schön bei uns. Leute, aber die werden mich eh killen. Du musst sowieso hoffen, du weißt ganz genau, was sonst passiert. Ja, ich weiß, was passiert. Das war genauso wie im Livestream. Du kommst einfach frecherweise her. Ich sag, ey, lock dich aus. Was ist denn das über uns? Keine Ahnung. Guck mal, das meine ich auch. Die machen hier alle ganz, ganz komische Sachen. Weißt du, was mit Lukas passiert ist? Lukas wurde richtig abgezogen. Er hat was richtig Cooles hierher gebaut. Warum? Und natürlich, die Stadt hat wieder mal alle Auge gemacht. Die haben ihm seine Dia-Blöcke weggenommen, hat das alles abgerissen. Ja, checkst du, was halt ich doch aber nix. Das hab ich nein, auch nicht gesagt. Du verstehst es auch noch nicht. Aber du sagst die ganze Zeit, ja, wir sind genau gleich, wir sind genau gleich. Ja, wir sind genau gleich, oder? Merkt man ja auch. Sieht das nach ganz normalen Minecraft-Server-Zocken aus? Ich checke gar nicht, warum wir hier sind, aber warum wollt ihr hierher kommen? Weil wir mittlerweile das Nether freigeschaltet haben. Richtig, du willst auch ins Nether, hast du gesagt. Du willst doch Netherite farmen, dann kannst du von uns Netherite farmen. Ganz einfach. Guck mal, hier ist das Portal. Was ist los, Bro? Da oben hört ihr Denergy? Ich höre dich. Denergy ist richtig leise bei mir. Redet er? Was macht der? Oha, was ist das für ein Geräusch? Sio! Hi, ich bin Gurkenmann. Sio, komm auf meine Seite, schnell hinter mir zurück. Komm schnell hinter mir. Hi. Was macht er? Du siehst aus wie den Ninja Turtles. Bist du ein Ninja Turtle oder was? Ey, ich check das gerade gar nicht. Denergy, jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Das Leben. Erstmal die Faxen in der Steinzeit jetzt mal. Die Welt wollte mich retten sehen. Und jetzt bin ich hier für meinen Bruder, obwohl er mich gar nicht kennt. Gurkenmann. Wer bist du? Gurkensohn, bist du das? Gurkenmann. Ich bin Gurkenmann. Wer ist Gurkensohn? Ich kenn keinen Gurkensohn. Der Gurkenmann kann nicht ein Autogramm haben. Oh, wir haben zu tun. Ich glaube, der macht sich gerade so eine Lachnummer. Du greifst nie, was ist hier los? An. Denkt er, er ist jetzt Superheld oder was? Und kann mich hier rausholen oder was? Welche Probleme kann eine Witzfigur wie du machen? Den oder was? Ist das dein Ernst? Du weißt doch genau, was mit mir passiert ist. Du weißt genau, was mir widerfahren ist. Unterschätzt diese zwei nicht. Sio, schreit es einfach ab. Du wirst nicht gefangen. Ihr beiden hört mir jetzt endlich zu. Schaut mal hinter euch, was ich aufgebaut habe. Jetzt, Sio, komm. Was? In den Nether. Komm mit. Dropper. Komm mit. In den Nether rein. Ich darf da nicht rein. Ich weiß ja nicht. Wir müssen woanders hin. Also, lauf weg! Lauf weg, Sio! Nein. Komm! Und los! Und schlechter weg, Sio! Hat er getroffen. Nein. Guck du zu uns! Was glaubt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ah, ich hab ein Totem, alles gut! Los! Zeig, dass du ein Held bist! Schnell weg! Zeig, dass du ein Held bist! Bro, Itachi, ich bin so verwirrt! Vorsicht! Die machen sich lustig über dich! Bro, was ist das für eine Lachnummer hier? Ich kann nicht schneller fahren! Ich kann nicht schneller fahren! Ich auch nicht! Sio, bitte! Oh, da brennt Sio! Sio, du bleibst jetzt gefälligst stehen! Nein! Aufs Land, aufs Land! Ihr habt's gleich geschafft! Komm, riskiert, Mann! Riskier's! Nein! Bist du bleibst hier, ne? Also, schnell weg! Ich töte ihn jetzt. Denergy, nein! Bleib stehen, los! Schwimm! Bro, was denkt eigentlich, wer ist? Also sehr, sehr mutig von dir, Denergy. Egal, was passiert, ich werde für dich da sein! Ja, da sein kannst du für dich. Wegen dir hat das doch alles losgegangen! Wegen dir ist es doch losgegangen! Hilfe! Nicht! Bitte! Was machst du? Oh, Totem gebaut! Ja, jawohl!
Oh, sorry, Bro. Oh. Alles gut. Nein, 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 nein! Nein! Komm, was, was fällt dir ein? Oh, sorry, Bro. Alles gut. Hau ab, Denergy, hau ab! Bro, was tut er? Nichts! Greif mich nicht an, Alter, ich werde dich töten! Wie denn? Dann töt mich! Ich werde dich töten! Denkst du, du kannst mich in einem Einzigen... Bro, dann töt ihn! Du kannst mir nicht helfen! Die zwei sind viel zu stark! Warte! Okay, okay! Ja, dann töte mich allein! Dann töte mich alleine töten! Herrlich! Gefällt dir die Show, Stu? Gefällt sie dir? Nein, mir gefällt das gar nicht, was sie mit mir macht. Schau dir mal diesen billigen Superhelden an. Was glaubt der eigentlich, wer ist? Also, du hast mich gerade beleidigt, okay? Nee, also ich finde... Du klärst das jetzt mit Itachi, komm. Ich finde dich echt cool, Bro, deswegen. Ich werde dich jetzt auseinandernehmen. Willst du? Okay, Bro. Hau lieber ab, du kämpfst hier gerade gegen den stärksten PvP-Spieler. Du hast keine Chance gegen ihn. Shader aus. Itachi, mach kurz einen Prozess mit ihm, bitte. Ich habe gehört, wir haben nicht so viel Zeit. Denachi, du bist vielleicht meine letzte Hoffnung. Wenn du ihn besiegst, komme ich hier vielleicht raus. Ich kämpfe auch ohne Totem. Kann er bitte einfach mal Ruhe geben? Ich sag dir eine Sache, Itachi. Ja. Ein guter Freund von mir namens irgendwie Rainery oder sowas wollte dich tot sehen. Mich? Leute, was passiert hier gerade? In was für einem Film bin ich hier gelandet? Okay. Werde ich dafür sorgen, dass du ausgeschaltet wirst. Verstehst du das? Lügen. Na gut, dann kann ich nicht von dir kommen. Du wirst hier rauskommen, vertrau mir! Also. Also. Ein Kampf! Eins gegen eins! Aha. Du vertraust doch nicht auf diesen Witzfigur-Typ, oder? Leider nicht, aber er ist meine letzte Hoffnung gerade anscheinend. Ja, dann viel Spaß, dass deine letzte Hoffnung stirbt. Komm, bitte, bitte, Denergy, zeig, dass du in den letzten Wochen trainiert hast. Ey, der Arme. Der hat einfach nur das Schild zu dir. Ich überweise dir 500 Euro, wenn du ihn jetzt besiegst. Warte mal kurz, hast du gerade 500 Euro gesagt? Bro, machen wir 50-50? Hast du gerade 500 Euro gesagt? Ja, hab ich. Los, jetzt hol mich hier raus. Los jetzt. Ja, ja. Ja. Bro, wozu benutzt du dein Schild eigentlich? Also deine letzte Hoffnung hat dein nutzt dein Schild nur als Deko, Bro. Ja. Er ändert halt einfach. Ich will ihn mit Ding töten. Mach mit Stylepunkten. Okay. Mach Stylepunkte. Okay. Zieh deine Rüstung aus, wenn du ein Mann bist. Oh mein Gott, Alter. Ja, Bro! Oh mein Gott. Mach kurz einen Prozess. Oh mein Was Gott. Kannst du tun? Ja, er ist wirklich ein Trottel, wie er im Buche steht. Warte kurz, ich hab keine Hacke in der Hand, jetzt! Und jetzt? Nein! Nein! Ja! Ja! Okay, okay, ist die Tasche, wir können das noch anders lernen! Ich muss kurz das Schild aus der Hand nehmen. Oh. Oh ja, sehr schön. Ey, das so, ich wollte ihn mit dem. Mit. Ach Mann, ich wollte ihn hier mit töten. Oh. Ich will nichts klauen. Ja, okay. Ja, ich hab kontrolliert, er hat nichts genommen. Ich nehm mir mal. Aber ich hab seine Sachen. Was hast du? Ja, ich nehm diesen einen Rucksack. Warte mal. Ich will ihm eigentlich seine Sachen nicht wegnehmen, aber. Ja, nein, das kann er sich auch gerne wiederholen. Das ist dasselbe wie mit Tobi. Das merkt man nicht. Ja, okay. So, so. Sein Bogen ist noch drin, nimm mal wirklich alles. Ja, hast recht, hast recht. Und den auch. Und Rucksack, so. Ey, Mann, ich hab die ganze Zeit. Versuch mich damit zu töten. Mit also ich check nicht, was das gerade hier für ein Quatsch war, aber okay. Ich check nicht, was das hier alles soll. Ich checke das wirklich nicht. Guck mal, also du jeder einzelne von euch denkt, ihr seid in irgendeinem so Film, Alter, was war das? Bro, also ich sag ehrlich, ich fand Guckmann cool. Ihr seid gefangen, Alter. Ja, Guckmann war ehrlich fresh, aber... Ich sag ehrlich, guck mal, du musst zu, ganz kurz, du musst dir das vorstellen. Guckmann war der Einzige, der bis jetzt versucht hat. Die anderen reden und so sagen, ja, wir waren zu retten. Guckmann ist der Einzige, der es bis jetzt versucht hat. Bro, ich werde für Guckmann, ich werde eine Statue zu uns aufstellen, Digga. Er war der krasseste bis jetzt. Obwohl er wusste, dass er keine Chance hat, hat er es versucht für dich, Sio. Er hat es versucht, Bro. Er hat's also wenn er du wusste, ihm keinen keine Kuss Chance. Auf seine Stirn gibst, dann weiß ich auch nicht. Ja, lass uns und guck mal, zum Beispiel Zidane schreibt der arme Sio und was macht Zidane? Naja, er macht nichts, er schaut nur zu. Nix. Nix. Merkst du da Jungs, etwas? Was wollt ihr von mir jetzt? Ich hab keine Lust mehr. Ich will, dass du jetzt in den Nether gehst. Wir los gehen geht's. Jetzt los in den Nether, oder Sio? Ja, let's go. Das ist eine Truhe mit Boot, hä? Bist du die andere? Wo ist das andere Boot? Hier, Boot. Freunde, das wäre eigentlich meine letzte Hoffnung heute gewesen. Ich habe fast geschafft, es aus dem Gefängnis zu schaffen.
Und dann kommt plötzlich Danergy und versucht, ein Held zu sein, um mich zu holen. Aber falls ich. Lassen wir es von Gurkenmann nicht nochmal aufhalten. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich in den Nether gehen. Und da riskiere ich sogar einfach drauf zu gehen und zu sterben, Leute. Checkt ihr das? Weil es im Nether gefährlich sein wird. Und mit dieser Rüstung weiß ich nicht, ob ich das überleben werde. Das wird gar nicht gut, Leute. Ja, was soll ich sagen? Lasst ein Like da, Freunde. Ich werde die Aufnahme jetzt auch pausieren. Das ist viel zu lang wieder geworden. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Ey, da vorne ist der gerne die Weihnachtsbox. Meinst Gurkenmann? Gurkenmann, meine ich. Gerne die Weihnachtsbox. Okay, unten in der Videobeschreibung.